Jo Leute, herzlich willkommen. Jo, ich hau jetzt mal alles um zu der neuen Prognose. Ja, heute Bayern 04 Leverkusen gegen den FC Bayern München. Naja, das ist zum Spiel zum Mr. Garbind. Jo, ich bin Bayern, weil er sein Lieblingsverein natürlich spielen wollte, Bayern 04. Jo, dann gehen wir gleich ins Match, ne? Jo. Ich nehme die mal Trikots. Die sehen geil aus. Sind auch kurz Aufstellung, aber da werde ich es hier nicht groß bearbeiten müssen. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen bearbeiten müssen. Wie spiele ich denn mal? Ist hier die Frage. Gut, ja, so kann man es dann lassen. Ja, komm, also ich wäre jetzt bereit. Ja, ich bin auch gleich bereit. Ich muss nur noch ein paar Umstellungen machen. Wo ist denn der Herr Robben? Da. Der Herr Ribéry kommt auch noch rein für Rode. Und Alaba natürlich. Da ist er. Ah ne, oh, jetzt habe ich ihn für Ribéry reingemacht. Oh Mann, ich fehle gerade so, ne? Jetzt bin ich bereit. So, los geht's. Sorry für den kleinen Fail hier, das ist ein bisschen lange gebraucht, aber naja, wird man verschmerzen können. Wenn man es will, kann man ja auch vorspulen. Ja. So. Schreibt auf jeden Fall euren Tipp für das Spiel rein. Also ich denke schon, dass Bayern gewinnen wird, auch nach diesem Schock gegen Dortmund, ne? Aber auf jeden Fall, Bayern ist wirklich gut drauf gerade. Sind jetzt auch auf dem dritten Platz, also Respekt, muss ich mal sagen. So. Los geht's gleich hier. Arjen Robben. Schlag gleich den langen. Der sich ja echt für die ganze Saison verletzt hat. Ja. Der hat echt ein bisschen Pech, aber. Aber Bart Stuber finde ich noch mehr. Ach, schön, Belarabi. Nein, komm, yes. Scheiße! Komm, Ribéry. Ja, oh. Alter, geile Grätsche. Götze. Ah, ich hab Dante drin. Ich wollte doch Bernat hier reinmachen. Na egal. Ich hab sowieso schon so lange gebraucht. Das ist kein Problem. Oh, Lewandowski. Der mit dem Kiefer, Kieferbruch, Jochbeinbruch und Gehirnerschütterung weitergespielt hat. Ja. Kann sich nicht mehr ins Spiel erinnern. Echt jetzt? Ja, das, also das an das Ende. Wo er die Gehirnerschütterung, also wo er dann. Also das war. Also. Eins muss man sagen, ich mag zwar in Dortmund auch nicht, aber, also, ich hasse sie auch nicht, aber auf jeden Hassen Fall. Hassen tust du nur Hamburg. Ja. Und Frankfurt. Ja. Auf jeden Fall, jetzt hast du mich durch eine Hörer gebracht, Alter. Oh! Und auf jeden Fall, der Schiri war einfach für Dortmund. Muss der Herr Gagelmann. Eigentlich sind ja die meisten für Bayern, finde ich ja auch, aber der war wirklich richtig hardcore für Dortmund. Aber das mit der Hand hätte der Assistent auch sehen müssen. Ja, auf jeden Fall. An der Seitenlinie. Also, das war einfach nur peinlich. Und das hier, das ist doch nicht mehr, das ist schon Körperverletzung, wie der Lengerick da reingeflogen ist. Aber da kann man sagen, er hat auch den Ball berührt. Ja, aber und trotzdem, ja der hat den ja umgehauen. Der ist da ja rausgekommen, wie so ein Verrückter, und haut erstmal den Lewandowski vor. Ach, und da sind ja auch verrückt. Ja. Aber es geht ja nicht um das Dortmund-Spiel, sondern um Leverkusen gegen Bayern. Ja, da ist ja Bayern-Beteiligung. Aber trotzdem, muss man mal sagen, geht ja auch um die Schiris. Könnt ihr auch eure Meinung dazu reinschreiben, wie ihr die Schiris findet. Schiris ist ja generell immer sehr kritisch. Angesehen. Muss schon sagen, die Schiris, ich finde das, die Schiris sind zwar schon manchmal zu arm dran, aber also manche Sachen, da denke ich mir, sind die irgendwo anders oder was? Okay, nächste Ecke, Götze! Das wird gefährlich! Oh. Aber Leno ist da. Oh, das war aber gefährlich, da wäre ich fast noch dran gekommen. Dante holt sich das. Komm, probieren wir den Longshot. Probieren wir den Longshot! What? Alter, war der drinne. Alter, war das ein Schuss. What's going on here? Alter.
Ich habe erst heute auf meiner Xbox so ein krankes Tor geschossen. So ein Flatterball mit Ramsey. Aber das war ja richtig krass. Aber noch mit viel Glück. Ja klar, aber. Oh, ich habe gar nicht gedacht, dass der so gut wird, weil ich habe den. Oh, Fabi, kannst du ja skillen? Nee, kann ich Eigentlich weiterhin Ende nicht. nicht. Hast wahrscheinlich irgendwas gedrückt, ne? Nein, so dumm bin ich jetzt auch nicht. Komm, Raum, langer Seitenwechsel. Auf Ribéry. Komm, der geht jetzt rein mit dem Fake Shot. Setz dich da durch gegen Hilbert. Nein! Das war ein. Ich hab doch nach rechts gemacht. Ich krieg öfters mal den Bug. Also, ist ja kein Bug, aber. Es nervt Sehr einfach richtig. bitter. Seien wir nun bitter. Wir sind hier gut im Spiel. Die Bayern auf jeden Fall viel besser und Götze mit dem Volley. Von dir ist ja noch nichts zu sehen. Schweinsteiger, der Torschütze. Komm, setz dich doch durch. Ja, schön. Ja, Dante. Was ist denn los mit dem? Was ist denn los mit dir? Ja, FIFA ist ja nicht realistisch und dem Spiel ist halt dann zu gut. Ja. Alle mobben ihn. Der ist bestimmt, der weint bestimmt immer zu Hause. Jetzt ist Müller durch. Geht am Keeper vorbei. Mach ihn mit der Hacke. Oh, no look. Jetzt kriegst du wieder einen Ausraster, weil ich an dir vorbeigelaufen, an dein Tor vorbeigelaufen bin, ne? Nee, heute habe ich gute Laune. Ja, wegen gestern. Ja. Googelt es, Kass versus Kassel. Guckt auf jeden Fall, vielleicht schaffen wir es sogar heute Abend, wissen wir noch nicht. Aber wenn, dann morgen. Schaut auf jeden Fall bei dem Twitch-Stream vorbei. Das Video wird ja heute Vormittag noch kommen. Ist ja nicht so lang. Und ja, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Wenn es nicht heute Abend ist, so gegen 19 Dann Uhr, ne? morgen Dann ist es Abend. auf jeden Fall morgen. Ja, da werden wir dann auch ein bisschen FIFA streamen, wenn es gut läuft. Wird auf jeden Fall lustig werden. Ja. Mal gucken, vielleicht kriegen wir Jan auch noch dazu, da redet er über seinen Ausraster. Ja. Auf jeden Fall danke für fast 20 Abonnenten. Richtig geil, wie schnell das einfach ging. Schön. Nein. Oh. Da hast du Arsch viel Glück, ne? Ja, aber das musste jetzt einfach sein, ey. Nein! Und der nächste Pass. Komm, Lahm. Kiesling. Nein! Kiesling! Kiesling ist durch und macht Kiesling! das 2-1. Ich Das hatte war's. eigentlich schon geplant, den auszuwechseln. Wieso? Weil er scheiße gespielt hat die erste Halbzeit. Aber jetzt wird er nicht ausgewechselt, ne? Nee. Lass ihn ruhig drin, weil er scheiße ist. Das war einfach nur Glück. Einfach nur Glück. Spaß. War schon gut gemacht, aber er hat auf jeden Fall meine Abwehr richtig hardcore geschlafen. Es war einfach nur peinlich, wie die gerade verteidigt haben. Feldspieler auch, dass der da unten alles frei war. Ja. Da noch 30.000 Meter Müller! weit Oh. falls gereicht. Leno mit einer Weltklasse-Parade, muss man mal sagen. Auf jeden Fall, wer schon mal vielleicht bei uns im Stream. Och, du hast einen Schuss. Wer vielleicht bei uns schon mal. Wer vielleicht schon mal einen Stream bei uns gesehen hat, da hat man ja gesehen, die Qualität war nicht so gut, weil ich halt nicht das beste Internet habe. Und bei Fabi halt dieser mit dem schwarzen Screen-Bug ist. Und ja. Deswegen, und jetzt habe ich ein bisschen besseres Internet, weil ich das WLAN gewechselt habe. Jo, und dann wird auch der Stream ein bisschen besser, die Qualität ein bisschen besser, alles ein bisschen flüssiger auch laufen. Ja, und das wird dann auf jeden Fall besser, weil viele haben sich auch richtig aufgeregt über die Qualität. Aber da habe ich mir immer nur so gedacht, was soll ich machen, ne? Und naja, auf jeden Fall wird die jetzt besser, weil ich im besseren Internet bin. Und jo. Schön hier. Schweinsteiger. Oh, scheiße. Neuer. Oh. Neuer mit dem Solo.
Jetzt ruhig noch weiterlaufen können. Nee. So gut ist er auch nicht. Kann ja auch keine Elfmeter schießen. Aber du bist besser als der Rest. Ja, nicht als Götze, der hat ja noch das Tor mindestens getroffen, ne? Nein, alle sind ausgerutscht. Nee, Götze nicht. Oh, nice. Götze war das. Nee, Götze ist nicht ausgerutscht. Der hat doch der, weiß er nochmal, der Längereck links, rechts oben gehalten. So, ja. Der So, jetzt hätte. geht aber Kießling raus. Ich will jetzt auch noch mal wechseln hier. Den wirklich starken Weiser für den schwachen Robben bringen. Und nochmal. Naja, Xabi Alonso bringe ich nicht. Komm, machen wir das doch mal. Nee, machen wir nicht. Was jetzt? Halt kurz. Ich bringe nochmal den hier. Gaudino. Oh, er holt sich gleich stark den Ball. Jo, Gaudino mit seiner 63 zieht er ab. Schade. Oh! Da war Spieler Çalhanoğlu so schlecht. Schön, Gaudino. Setz dich da klasse durch. Setz dich da klasse durch. Weltklasse, Gaudino. Alter, der geht ja richtig ab. Schade, schade. Schweinsteiger. Ah, nein. Dante. Scheiße, Dante. Dante, Dante, Dante. Ist eigentlich ein Foul. Da gibt's Aber auch jetzt muss ich gut. nicht. Oh, sorry, Leute. Aber ich habe ja den Controller da. Da kann ich mich nicht so schnell muten. Dann hat das nicht mehr gereicht. Aber wird man, glaube ich, überleben. Was denn so laut, Fabi? Oh, nee. Wow, das war nicht geplant. Komm, reparier. Jetzt hol mal den Skillrun raus. Oioioi, reparier. Oh Mann, ich wollte gerade den anderen nächsten Trick machen. Jetzt leckt es gerade ein bisschen. Da hat irgendwie mal So, Mensch. wahrscheinlich meins oder deins, keine Ahnung, geknackt so ein bisschen. Grimmitsch. Ach, das ist doch schön, das Spiel. Naja, schön, holt sich den Ball. Ist da vorne einer? Keine Ahnung, deswegen schlage ich erstmal den Ball auf. Jetzt Ach, aus. ja. Das war auf jeden Fall bei Blatt, den Ball erstmals auszuschlagen. Natürlich. Also, das mache ich immer gerne. Natürlich für dich, Fabian, weil ich dich so mag. Ja, so, weil ich dann wieder zu dir Ja, weil du mich auch so magst, geworfen. ne? Natürlich nicht. Nein! Ach, schön, Hilbert. Weiser. Dein Jung. Der Yes. hat auch richtig gut gespielt, muss man mal sagen. Muss man ihm lassen. Der macht sich auf jeden Fall. Oh, komm, Schweinsteiger. Aber wer mir auch bei Leverkusen richtig gut gefällt, ist der Wendell. Wieso schießt mein Lewandowski nicht? Der macht sich richtig gut, finde ich. Langsam was Doppeldos Gesicht hat. Deswegen hat er nicht geschossen. Drimmitsch! Drimmitsch! Yes! Jetzt Zeit, Spielzeit, nein, Spaß. Sowas mache ich auf keinen Fall. Drimmitsch! Lalalala! Komm, Lewandowski. Macht das klasse und da wird er klar gefoult. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen Ruckler. Naja, aber das wird man überleben. Ne? Ach komm, mach weiter. Junge, dann red nicht so viel mit ihm. Das ist FIFA hier. Komm, wir probieren's. Oh, Tor, Tor! Boateng, hau ihn um. Godino, klasse Pass. Fribéry! Nein, 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 gut. Oh, ich hab schon gedacht, er läuft ins eigene Tor. Sie hat ja ganz stark gegengelenkt. Das wäre ja was geworden, wenn du ins eigene Tor damit gelaufen bist. Und jetzt aber Müller! Ja, Junge! Geilomatico! Geilomatico! Ist Yes, Wochenende Alter. noch Kult. Müller. Ja. So, Lewandowski, jetzt probiert das nochmal mit dem Longshot.
Ja, jetzt will ich's wissen, ne? Ich habe heute schon so zwei Longshot-Tore gemacht. Also drei jetzt mit dem anderen. Ich habe nämlich heute schon mal ein bisschen trainiert, aber auf Yes, Deathmatch yes, das. yes, 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 Nein! yes, yes, yes. Nein! Warum lupft der denn? Aber das Beste war, wie Boateng immer neuer geflogen ist. Alter, war das gerade geil. So, so erregt dich, ne? Regt mich ja klar. Regt euch das auch? So, Trimmitsch. Also wenn euch irgendwie Serien einfallen oder sagen wir jetzt mal, vielleicht ein kleines Format, irgendwas, vielleicht machen wir ja irgendwann nochmal eine Abstimmung, wenn wir vielleicht irgendwas mal weglassen wieder, Oh. was wir da zumachen könnten, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr immer sehen wollt. Und wenn wir es nicht wissen, was das ist oder so, können wir euch ja mal fragen, wenn uns das gefällt oder euch das gefällt, dann machen wir das auf jeden Fall mal. Können wir ja dann vielleicht zusammen machen, wenn das geht, ne? Brand, Brand, ach, Brand. Mann. Nein! Abseits. Heung-min Son mit seiner Fresse. Keiner kennt man außer Heung-min Son. Ja. Jo Leute, dann sehen wir uns im nächsten Video. Schreibt auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, euren Tipp in die Kommentare, wie ihr denkt, wie es ausgehen wird. Jo, wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann abonniert uns doch. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao. Ciao.